Und damit auch hallo und willkommen zur neuen Aufnahme von Let's Play Glücklich New Horizons mit mir, Dienis, lieben Zalans, der lieben Blue Jenny. Hallöchen. Dem lieben Marik. Ja, Wuse. Und dem lieben Kanonenfutter. Hallo. Gut, dass du dich angesprochen fühlst. Ja, lass auf Jenny warten. Noch also, übrig. Ich brauche aber irgendwas zu essen jetzt dafür am besten. Wird mitgenommen. Denk ja. An Fackeln. 15 reicht. Ich habe 56, also sollte reichen. So, was? Ich bin auf welche Schnittstufe abhängig sein. Gut, das heißt nicht sprinten. Also, wir wollen heute kleine Dungeon-Folge machen. Wir sollten nur entweder ein Bett mitnehmen oder Marik sollte wiederkommen und sich ein Bett holen. Hab ein Bett. Gut. Ich hab immer eins dabei. Ja. Direkt schlafen gehen. Ja, bin. Ich versuch's gerade. Genau, wir wollen einmal ein bisschen erkunden gehen, ein paar Dungeons durchlaufen und Stahl sammeln. Wir haben grob durchgerechnet und 80 Stahl brauchen wir. Ich habe die Zahl schon wieder vergessen. 86 waren's, meine ich. Ja, irgendwie so 80, 90 Stahl, sowas um den Dreh. Wären mehrere Stunden eigentlich, also 5, 6 Stunden Laufzeit von dem Ding. Aber wir wollen jetzt ein bisschen mal looten gehen. Wo ist Flame? Ja, also. Warte. Ja. Wir wollen ein bisschen looten gehen. So, heißt, Questfortschritt. Hier hinten haben wir doch in der Nähe einen. Questfortschritt wird es heute nicht geben. Oh, in der Nähe. Aber wir wollen, ja, quasi so eine Art Farming-Folge wird das jetzt. Farming-Dungeon-Folge. Jenny, so. Wo ist in der Nähe bei dir? Jetzt dürft ihr. Hier vorne. Komm einfach mit. Laufen wir einfach hinterher, dann können wir ihr die Schuld zuweisen gleich. Bitte nicht sprinten. So. Genau. Ich Zweifel. Weil irgendwie ja, haben wir ein bisschen... Wir meinen damit keinen komischen kleinen Hügel mit diesen Eisengittern davor. Komm einfach mit. Okay. Also wir meinen das Haus. Das Haus, ja, wo im Keller... Kommt mit. Gut. Das muss nicht zwangsläufig ein Haus sein, das kann alles sein. Es ist auch die Tempel in der Wüste oder so, die haben alle mittlerweile einen Dungeon drunter. Ah, die andere Richtung gehen sind zwei direkt nebeneinander. Ja, dann erst recht. Noch 80 Meter vor uns, also chill. Ach, was? Sie meint, glaube ich, den Hügel. Ah, wir können wieder umdrehen. Jetzt komm einfach mit. Ja, Jenny, wir sind sehr stolz auf dich, dass du einen kleinen Hügel gefunden hast. Ja. Ja, bin am Ziel. Das war ein Dungeon. Mehr gibt es hier auch nicht. Ja, schön, dass sie die Kisten nicht mal auseinander nimmt. Wir waren erst beschäftigt mit dem Ausleuchten, da hier Spawner stehen. So, hopp, die ganze Kiste. Okay. Ja. Stahl war drinnen und Silber-Ingots und so weiter. Wie viel Stahl? Ich habe eine Rüstung gefunden. 40. Die Urnen übrigens zerstören. 40 Stahl! Nein, 4. Jetzt komm weiter. Ja, hast du noch einen? Sonst gehen wir zu denen, den Flame hat. Ja, wir gehen zu denen, den Flame hat. Deswegen gehe ich dann zurück. Und ich habe hier eine... Naja. Krone bekommen. Können wir wahrscheinlich von der Base aus los, oder? Die Richtung. Ich krieg grad einen Ohrwurm. Warst du dann in dem Dungeon auch noch nicht drin? Nö. Okay. Bienen, Flame, Bienen. Stimmt, wir könnten auch Bienen züchten und Stahlbiene. Siehst du, guck mal, hast du eine Aufgabe? Nein. Und... Und du kannst es direkt als Aufnahme machen, als Bienenfolge. Du wolltest dich doch mit dem Mods auseinandersetzen. Was ein Bienenmod-Ableger-Folge. Also ihr könnt zu mir kommen. Hier ist gerade auch ein Dungeon neben mir. So ein bekanntes Gebiet. Ich bin nur 10.000 Blöcke vom Spawn entfernt. Ja. Ich durchwandere mittlerweile die 12., 13. Wüste. Übrigens, also ihr seht jetzt diesen Riesenbaum. Wir müssen ihn komplett abholzen und spawnen Dungeon. Kannst
sie nicht bitter töten? Also so richtig töten? Will nur das Holz. Farm das selber neben den Folgen. Oder neben den Aufnahmen. Ach, Flame Flame. Wo führst du uns jetzt hin? Stimmt. Wegproviant mitnehmen. Wow. Scheinbar haben wir die letzten Berries. Wir gehen noch richtig. Ja. Die hatten wir schon. Es hat eins gefehlt. Die halten sich an ihre eigenen Regeln, nicht Christian, oder? Ne? Wenn das jetzt einem von uns gewesen wäre, wir hätten direkt Gehaltkürzung bekommen. Natürlich. Hä, hey, wieso? Folge. Das ist doch in der Aufnahme. Es ist eine Zwischenfolge, Jenny. Doch. Gibt's einfach einen Titel mit an/Quest. Ah, diese Sammelquest ist das gleiche wie mit den Erzen. Das triggert man nebenbei einfach. Also wir müssen jetzt ein fliegendes Dach finden. Also irgendwo hier in der Nähe müsste es sein. Guck auf deine Karte. Ich sehe einfach nur einen Kackstift am Baum. Das war ich nicht. Also ich habe den nächsten Dungeon gefunden. Ich weiß nicht, warum ihr da so lange für braucht. Wir haben jetzt nicht zwei. Wir gehen und nicht rennen. Da. Los, Flame. Schneller, heute noch. Link und Sieg. Okay, das wirkt nicht da. Ich hab grad noch eine tolle auf dem Boden liegen sehen. Andere Richtung. Über den Fluss. Da runter. Ja, oder da runter. In irgendeinem war ich, glaube ich, ganz kurz drin, aber in den hier definitiv nie. Ja, wenn du nur kurz drin warst, ist ja egal. Zwei, drei Kisten waren's, glaube ich. Ja, du hast ja mehrere Ebenen. Ja. Oder 10. Oder 15 gewesen sein. Das ja, Ebene. Ich glaube 4 Ebenen oder sowas gibt es. 4 oder 5. Also wenn das der Dungeon ist, den ich denke. Also es gibt unterschiedliche. Ich habe auch einen gefunden, als nur 3 also, Ebenen. Also wir haben... Einen mit 5, mit so einem Nether-Ebenen. Links haben wir... ein Dach. Ja, ah, jetzt ein Hügel geradeaus. Ah, da ist auch noch eins, ja. Wir müssen nämlich nicht den Fluss durchqueren. Wow. Wo spielt essenstechnisch eh keine Rolle. Ach, Flüsse sind langsam. Ich will ein Boot. Ja. Yeah. Warum steht nur noch das Dach, Flame? Gründe. Ich hab doch gesagt, wir müssen ein schwebendes Dach finden. Frag mal, warum da hinten noch ein Dach ist. Warum ist da nur noch ein Dach? Weißt du, wie nervig es ist, die Bricks herzustellen? Hast du ernsthaft die Lehmbricks abgebaut? Nein, übrigens, der Weggrund ist auch ein bisschen kompliziert. Deswegen. Ja, das alles war mit Bricks ausgehöhlt. Ich hab es leider natürlich auch aus Bricks gewesen. Es ist jetzt nicht zu blöd gewesen, die Bricks da abzubauen, statt jetzt mit Panzer zu craften. Ja. Jetzt zu craften, mein Gott, ey. Hier war ich schon mal auf der Ebene drin. Wir müssen die nächste Ebene runterfinden. Was haben wir hier denn Schönes? 4 neue Fackeln. Sehr schön, mitnehmen. Also die Ebene hast du schon komplett. So bin ich durch den Dungeon gekommen, den ich alleine gemacht habe. Drin. War ich. Okay. Doch nicht. Mach mich mal auf den Weg zurück. Ja. Oh, das ist wirklich ein Mechanismus hier. Ja. Jetzt kannst du die Lampe über dir anmachen. Nutz den Schalter doch, dann siehst du es ebenfalls. Ja, die Lampen sind nur leider weg. Ach so, das hat auch Gründe. Gut, ich denke, hier wird's untergehen. Ja. Ja, Flame halt. Was denn? Dann hättest du die Dinge zumindest auch mitnehmen können. Geräusch. Hey, ich hab einen Bogen mit Flame.
Oh, das Bein. Drinks mit. Ah, okay, jetzt sehe ich die Lampen oben. Brennt alles. Lass mich raten, die Lampen willst du haben? Ja, alles gut. Nimm mir die Creeper zu mir, wenn es ruckelt. Brot, Apfel, Fisch. Ja. Hier ist ein Kuchen, könnt euch voll essen. Warum bin ich gerade gefühlt der Einzige, der hier kämpfen muss? Weiß ich nicht. Aua. So. Gosh. Alles geplündert? Weg runter. Nein. Nein. Nimm die Strings mit. Sharpenes Buch. Er war schon da. Kann gleich einer von euch schlafen gehen? In so einer Minute. Ja. Rush du mal nicht vor hier? Can only sleep at night. Gar nicht. In 8000 Blöcken bin ich bei euch. Homepunkt? Fragezeichen? Ich versuch ja noch auf dem Rückweg Stahl zu finden. So. Weißt du, genau da wollte ich zuletzt rein, weil da geht's runter. Aber. Ja, dann lass woanders hin. Kann rede mit uns. Gehen, Christian? Wusste ich, dass ihr vorhin da seid. Ja, hier sind gerade Spinnen. Muss nicht unbedingt alles ausleuchten. Ich weiß. Oh. Besser war's. Redstone Block. Jetzt nehme ich die Lampen mit. Hier ist ein Stahlpanzer, falls einer von euch braucht. Panzer einspielen. Hab ich noch. Kettenpanzer meine ich. Das nennt man dann belastend. Regenerations 3 Tricke. Geil, aber die Effekte da. Egal, die gehen uns. Ich loote mal, ihr schafft das. Wie viele sind da noch? Du bist ein guter Tank. Obi hat ja auch 3 Health Bars. Quasi auch. Trink mal kurz den Trank und bin jetzt ein bisschen useless. So wie immer. Rausgefunden, meine Leben sind voll. Vorteilhaft. Ah, Antimoni. Guck mal, ein Antimoni. Na, ah, brauchen wir eigentlich nicht. Zumindest noch nicht. Hier, du wolltest doch Strings haben. Spinnenaugen auch bitte mitnehmen. Brauchen wir die? Brauchen wir für. Ich weiß nicht mehr genau wofür, aber für irgendwas brauchten wir die. Gut. Weiter geht's. Thanks. Hier geht's nicht weiter. Schön. Skelett und Skelett bekämpft sich gegenseitig. Nether Wards hatten wir schon, oder? Ja, hab ich mitgebracht. Okay. Farmland mit nichts. Okay. Jetzt rein. Ich hab hier so gemacht, damit er nicht rauskommt. Ja, wir haben hier noch eine Ebene. Von der Seite. Große Seite. Bücher auch immer gerne mitnehmen. Ein Stainless Steel! 4 Bücher mit Sharpness Protection und. Tin. Hä? Hey, ich hab Kupfer und Tin gefunden für dich. ja. Ach, die Bücher meintest du, okay. Ja, ganz normal Bücherregale. Die normalen Verzauberungen, würde ich sagen, gucken wir dann einfach, dass wir uns selber welche machen. Ja, Spinnenauge liegen gelassen. Ein normaler Regenerationstrank. So. Schön. Und damit. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Ah, gut. Sharpen, das kriegt man auch so schnell genug zusammen.
Seid ihr schon wieder bei der nächsten Ebene? Nein. Oder beim nächsten Gang eher gesagt. Das ist zutreffender. Welcher war denn das jetzt? Ah, der. Die Dungeons sind aber auch kaputt generiert. Quatsch. Hier ist eine Jukebox. Oh ja, die brauchen wir, die brauchen wir, die brauchen wir, die brauchen wir. Axt, okay. Ja. Eine. Drei Fackeln, ein Knochen. Ja. Dein Inventar ist voll, kann das sein? Ja. Also eben runter? Oder? Ja, hier ist nichts mehr. Ja, hier ist doch nicht ausgeleuchtet. Ja, weil ich kann. Hört sich interessant an. So, dafür bräuchten wir MV Fluid Extraktor. Ja, gut, bis wir den haben, haben wir genug Stahl. Wow. Ich bleib mal hier oben. Ihr schafft das ja schon alleine. Eischei. Wo bist du überhaupt? Über dir. Was sagst du mir, Weichei? War da hinten noch eingesperrt. Alter! Man merkt, dass durchgehend was spawnt, oder? Nein. Bei mir leckt es auch wieder ohne Ende. Ein bisschen. Minis kommen durch, die Minis kommen durch, die Minis kommen durch. Und dann töte sie. Glücklicherweise damit noch nicht die so Version drin, durch, wo man nicht spammen kann. Och, das ist die. Nö, man kann spammen. Ja, meine ich ja. Ja, glücklicherweise ist es noch nicht die, wo man nicht mehr spammen kann. Keine Pfeile mehr. Das nimmt, glaube ich, kein Ende. Doch. Ich mach jetzt etwas ganz Lustiges. Auf. Regeneration. Läuft da jetzt quasi einmal durch. Leuchte aus. Du schaffst das, ich glaub an dich. Viel Spaß. Erstmal schön Mobs pullen. Das ist ja noch der Tank. Lass mich durch. Ja, da hinten, da hinten sind ungefähr 2377 Spawner. Ich hab gezählt. Nö. Macht jemand mal das Ding wieder zu? Ich steht davor. Danke. Ich hab 9 aufgemacht. Alter, okay, mein Inventar. Macht das Ding mal jemand zu? Voll. Ich. Okay. Und einmal wieder hoch. Das brauche ich alles nicht. Die Viecher verfolgen mich. Ich hab noch 3 Leben. Oh, ich bin auch fast tot. So. Wieso lasst ihr die Viecher durch? Hä? Wovon redest du? Ich bin eine Etage hochgegangen und da stehen jetzt 2 vor mir. Ja, weil wahrscheinlich nicht richtig ausgeleuchtet wurde. Nein, die sind mir von unten gefolgt, die sind die Treppe hochgekommen. Und ich bin tot. Ne, doch nicht. Doch jetzt. Genau. Ja, das sind ungefähr 30 Gräber, die allen Spawner in haben. Ja. Gut, sagt ihr mir Bescheid, wenn es wieder sicher ist. Wenn nicht irgendwer einfach das aufgemacht hat. Aufgemacht. Hallo. Ich bin geheilt. Ja. Hey, mein Schwert ist Level up.
Wenn's geht, lass mein Grab aber heile. Ich bin nämlich Explosionsfall-Zombie. Gut, ich kann mein Grab holen. Doch. Die nächsten kommen. Oder auch nicht. So. So. Ich regel das da jetzt mal, okay? Ich brauch ein bisschen. Tu, was du willst, mir egal. Hauptsache, ich darf überleben. So. Verfolg mich. Ich darf mich jetzt erstmal voll essen und voll heilen. So. Pussy-Taktik oder was wird das? So, irgendwas hat da, glaube ich, Spawn 5 Milliarden? Man tötet mich die ganze Zeit. Von hinten. Wenn du drauf stehst. Au. Ah, wo sind denn die Spawner? In den Kästen drin. Na so. Au. In den ersten. Einen schon kaputt. Hey. Ihr wurdet nicht drüber gesprungen. Es wird jetzt gleich keiner von euch schlafen gehen können, oder? Eher weniger. Wirklich? Das ist schlecht. Und so. Gut, die sind irgendwie abgebaut. Immer diese Richtung. Guck mal, da ist doch der erste. Ich baue Schritt für Schritt ab. Vielleicht habe ich's. Kurzen Augenblick. Einer weniger. Trank der Stärke. Kauft. Au. Was zu essen. Irgendwie muss ich da jetzt durchkommen. Die stellt sich als kompliziert. Also ich bin jetzt komplett blind. Wenn jetzt nicht zufälligerweise einer von euch irgendwo im Bett auftreiben könnte. Ja, Flame willst du also einfach eben aufstellen. Dann kann ich pennen gehen. Schau einfach hin. Wenn die mich alle schlafen lassen, ja. Nein, die lassen mich schlafen. Naja. Jenny, du bist tot, kann das sein? Theoretisch ist dies eine Aufnahme. Jenny? Falls du mit uns redest, ja. Wir hören dich nicht. Geh einen Schritt zurück. Danke dir, Christian. Noch ein Stück. Ja, wozu? Bei dir ist was drin. Noch ein Stück. Ja, aber dann stirbst du nicht die ganze Zeit. Ja, und? Ich mag sterben. So in etwa. Was hast du hier eigentlich für einen Gang gemacht, Flame? Mobfarm oder was ist das? Nein. Ich versuche hier durchzukommen, Gang. Achso. Er ist selten. So. Alle sterben. Ich bin in einem scheiß tropischen Regenwald und hier ist kein Bambus. Wenn nicht hier, wo denn sonst? Hilfe? Hilfe? Nein, 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 nein. Nicht sterben, nicht sterben. Los, rein. Ich muss ja meine Todesquote erfüllen.
Stimmt. Serverinfo. Hau den nächsten ab. Deaths per Hour. Jenny mit 2. Christian mit 31. Was? 0,3. Time played. Jenny 13 Stunden. Marek 16 Stunden. Ich 18 Stunden. Flame 1 Tag 21, 44. Und da konntest du nicht Stahl vorbereiten. Das werden immer mehr. Die Zeit hat er schon gespielt, bevor wir überhaupt Stahl produzieren konnten. Ja. Also ja. Es hört nicht auf. Mini ist hier drin, Mini ist hier drin. Kann, wenn ich in dem scheiß tropischen Regenwald. Keine Ahnung. Mini war hier drin. Na, es hört nicht auf. So. Ah, hallo Kiste. Magnesium braucht man eigentlich nicht unbedingt, oder? Nein. Alter. Strings brauchen wir ja auch nicht. Mini Getting. Muss man die Spawner abbauen oder reicht eine Fackel platzieren? Okay, das kann nur dauern. Außerhalb. In der Theorie reicht auch nur eine Fackel platzieren, allerdings. Warum kommt je mehr du abbaust, desto weniger können da, wo gerade nichts ausgefackelt ist, spawnen. Jenny, du hast ja eine Lücke, da kam gerade ein Mini zu mir durch. Das interessiert mich sowas von gar nicht. Ja, sehr schön, da kommen wir halt nie vorwärts. Ich glaube, wir schaffen den Dungeon eh nicht mehr in der Zeit. Aber gut, wir können ja eh nichts machen. Also wir müssen ja aufs Stahl warten. Hier, ich hab Motivation für uns. 16? Hauptsache Marek findet deutlich schneller Dinger als wir. Haben wir überhaupt schon Stahl gefunden, jemand? Da hast du deine Antwort. Ja. Heil mich zu langsam. So, den nächsten Spawner abbauen. Wir brauchen eindeutig schnellere Spitzhacken. Oder zumindest ich. Ja, ich habe Ihnen eine Einladung bei Xing geschickt. Ja, danke für nichts. Warum auch immer, Freitagabend um 8:30. Oh, Alter. La 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 la. Ich habe keine Lust mehr, die Dinge abzubauen. Verständlich. Ja, die darfst du ab jetzt abbauen. Ich hab die auch schnell abgebaut. Okay, ich mein nicht. Gang ist überflutet. Ich brauch einen neuen Gang. So, hier irgendwas Interessantes drinne. Nicht wirklich. Okay, ich brauche mal Cobblestone. Au. So. Soll ich mal spoilern? Hier ist nichts mehr, was interessant wäre. Außer Block of Quarz. Ach. Zombie? Nein. Aua. So. Ich weiß gar nicht, was du hast, Flame. So, ich hab innerhalb von 20 Sekunden einen Spawner gebaut. So. Oh, ein Tank mit Instant Damage. Nice. Ist wichtig. Ich glaube, hier ist echt nichts mehr, was man so gebrauchen kann. Komm mal lieber her zu mir hier. Ich habe einen Pilzwald mit Mycelium gefunden. Das Problem ist, mein Schwert ist gleich kaputt.
Ja, hier ist noch ein Spawner. So, mal kurz alles wegtun, was man gerade nicht mehr braucht. So, kommst du her, Flame? Kannst im Raum reinkommen. Ach so. Ich bin gerade noch gegen 385.000 Viechern am Kämpfen. Du bist, glaube ich, schon im nächsten Raum. Ja, du bist bei einem anderen Raum. Ja, der geht da entlang, richtig. Übrigens mein Gebilde. Ja, schade, hab den Pisten nicht bekommen. Den hab ich ja geplaced. Warum hast du einen Pisten geplaced? Brauchte was zum Panik bauen. Ja. Yeah. Guck mal, Skeleton-Spawn haben wir gleich schon weniger. Am besten, wir suchen einfach die Ebene, die als tiefer geht, überspringen diese. Können wir gerne machen. Sind Dispenser schwer zu craften? Nein, nur nervig. Dann nehmen wir ihn mit. Jo. Bitte? Jo. Falls wir die mal irgendwann brauchen für irgendein Rezept. Ach, du bist schon weitergegangen. Ja. Da startet sich so eine Spinne an. Oh. Soll sie machen. Nickel! Gold! Gold! Mein Gold. Bücher! So, Jenny, kommst du mit, oder? Ein Diamantschaufel, oh mein Gott! Ihr habt jetzt mehr Quests getriggert als gerade eben. Ja. Hier geht's nicht runter, oder? Nein. Das ist schlecht. Und hört auf, die Augen hier zu lassen. Augen. Spinnenaugen. Hast du was zum Reparieren dabei, Flame? Nein. Dein Ernst? Und ja. Einmal mit Profis. Spinnenaugen lassen wir extra für dich immer übrig. Magnesium, Eisen. Da ist nichts Interessantes bei. Ich habe nur leider keine Fackeln mehr gleich. Ah, das sagst du was. Au. Oh. So. Also, das ist nur Ding. Ja. Ich hab noch 17 Fackeln. 9! Dafür habe ich gerade nochmal 12 Tin gefunden und ein Holzschwert. Oh, ein dieser. Ich vernebel alles, aber heil dich dafür, Tränke. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Wenn du am Weg bist. Oho. Wow. Weißt du, von wem ich dich ab sofort fernhalte? Hältst du die Viecher weg, oder? Ich würde nämlich gern meine Sachen wieder einsammeln. Ohne mein halbes Inventar voll zu haben, schon vorher. Ach, einmal mit Profis. Dein Ernst? Was? Du hast mir was zugeschmissen. Nicht, was da ist, aber da will ich nicht hin. Ich glaube, der Dungeon endet. Hier? Das kann sein, dass der nur 2 hoch ist. So. Je tiefer damit ich mich buddel, desto unschöner. Wie sich das anhört? Nein. Na doch, Jenny. Ach kommt. Es gibt mehr Ebenen, aber die nächste Ebene willst du nicht wissen. Warum?
Komm, Tobi, starten wir ein Experiment. Komm mal zur Treppe. Was ist denn die Treppe? Der Eingang. Ja, warte, ich muss Jenny mal eben erstmal helfen. Ist sie da noch weitergegangen? Sie ist nicht weitergegangen. Wir sind den ganz normalen Weg lang. Aber du machst ja wieder irgendwas Eigenes, anstatt uns zu helfen. Die Sätze war doch zu Ende. Nein. Ich weiß nicht, wo es hier überhaupt weiter geht. So. Oh, Mist. Warum wollten wir das nochmal machen? Warum baut hier nicht mehr? Jetzt kommen sie nicht mehr. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir keinen Stahl finden. Alter, der kriegt nur ein Damage. Ja, ich kann dir nicht helfen, tut mir leid. Bip. Nötrank. Los geht's. Juhu. Ich würde gerne vorher einmal meine Sachen abbauen. Gasdrehen wichtig. Ja. Schön, dann habe ich eine. Ach, Mann. Meine Waffe ist soeben kaputt gegangen. Ja, bei mir ist auch so ziemlich alles gerade kaputt. Und ihr habt, glaube ich, gut, Sachen von mir eingesammelt. Meine Tasche. Oh cool, ich hab noch ein Schwert. Schwert tatsächlich nicht. Ha! Kann nicht, weil meine Tasche ist nonstop voll. Bin der Jenny was. Na, hab jetzt, glaube ich, wieder alles. Braucht jemand übrigens was zu essen? Ich würde gerne erstmal überleben. Wollen wir hier mal eben weg oder brauchst du deine Sachen noch, Jenny? Hab's. Hast du deine Einmal Sachen? Durchrennen. Ja. Ja, dann lass mal abhauen hier. Hilfe. 80, wo die Unterstützung bitte ist. Ja, ich weiß ja nicht, wie du da immer so schnell wegläufst. Es ist ein Raum weiter. Ja, aber erstmal, wir mussten erstmal gucken, ob Jenny jetzt ihre Sachen hat. Und wenn du wegläufst, kannst du keine Unterstützung von uns erwarten. Komm, lass uns doch einmal jetzt zurück. So, Jenny, warte doch mal eben, bis wir da auch sind. Ich hab das Skelett gerade mit Menschenfleisch. So. Prügelt. Und tschüss. Naja, doch nicht. Ich regeneriere aber leider nichts. Und... Nein, nicht ganz. Will nicht nochmal sterben, das ist schlecht. Ach, echt? Ja, Jenny, ich versuche einen Gang zu deinem Grab zu bauen. Und... Nein. Ein halbes Leben. ja, kann ich mal kurz gucken, wer mich in Discord angeschrieben hat. Achso. Aber warum regeneriere ich nichts? Ich habe da, glaube ich, so ein, zwei Effekte. Same. Weißt du, gerade für ein halbes Leben regeneriert. Will zuschlagen, schieß mich ab. Und tot. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Marek produktiver ist mit Stahl sammeln als wir. Ja, mittlerweile nicht mehr. Ich bin zurück. Na so. Wow, danke. Na komm, töte mich. Auf das
ist einfach nicht, mich zu töten. Flame, ein Tipp. Nächstes Mal versuch bitte bei der Gruppe zu bleiben. Tobi? Ja? Nächstes Mal gehe ich alleine rein. Dann geh halt alleine rein. Irgendwie komme ich nämlich alleine irgendwie weiter. Aber da habe ich auch keine solche komischen Räume. Kommst du ran, Jenny, oder? Nein. Ja, klar, total. Vor allen Dingen, ich bleib doch nicht bei der Gruppe, wo Teamkills begangen werden. Ja. Yeah. So. Komm, jetzt töte mich, danke. Zeit. Hä? Gespawnt. So. Ich helfe dir mal bei den anderen Gräbern. Ich habe nämlich keine Ahnung, welches dein richtiges ist. So, Flame, wo bist du denn jetzt? Eingang. Okay. Haben wir denn jetzt mal irgendwas zum Reparieren? Nein. Wer denn? Das ist, Und wie willst du denn jetzt weitermachen? Ich werd. Du willst eh hier nicht weitermachen. Komm zum Eingang, ich erklär's dir. Ja. Sag Bescheid, wenn du da bist. Ja, sind unterwegs. So, sind da. Okay, hier. Macht jetzt Spaß und buddel dich hier mal ganz langsam runter, bis der Cobblestone aufhört. Dann irgendwann eins rüber. Da wo der Cobblestone aufhört, bau den Block ab. Und guck einfach nur mal rein. Ist so ein kleiner Teaser. Ist doch genial. Ich weiß nicht, was du hast. Ich habe Rough Iron gefunden. Das sind 3,5. Da unten sind 3,8 Milliarden Viecher. Und ich glaube nicht, dass ich untertreibe. Ach. Stellt sich auch wieder an. Jetzt sagen gut, wir versiegeln den Dungeon. Ja, ich wollte gerade sagen, das war ein guter Versuch, Stahl zu finden. Ich habe hier Magnetic Iron gefunden und 6 Nickel. Gut, auf zur Base. Das tue ich mir nicht weiter an. Juhu! So. Bin ich jetzt umsonst zu euch gekommen? Du bist zu uns gekommen? Ich bin gerade bei euch angekommen. Mach ich gehe jetzt auf der anderen Seite einmal rüber. Ja. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr gerne zu zweit machen. Ich habe jetzt wieder rausgefunden, warum ich das hasse und einfach Monster nicht mag. So, wir sind jetzt bei 54 Stahl. Wäre aber auch langweilig, wenn es einfach durchlaufen könnte. Dann könnte es einfach sagen, so, Kisten gehören jetzt mir. Ja, klar. So rum ist es nicht. Also, ich will jetzt keine gratis Belohnung oder irgendwas, aber... Ich muss jetzt auch nicht durch den Dungeon laufen. War dein Vorschlag? Ja, weil ich eigentlich gehofft habe, dass wir ein bisschen schneller überhaupt Zeug bekommen. Aber, naja. Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt, habe ich das Gefühl. Gut. Ja, ich würde gerade sagen, einmal bitte alles reparieren. Schön ist, dass du die Quarzblöcke findest. Mein Schwert hat jetzt Sharpness. So, alles repariert. Gut, dann würde ich das jetzt als Fail-Folge abtun. Oder laden wir die Folge gar nicht hoch? Oh, Mehrwert bietet die jetzt auch sowas nicht. Sowas
mit denen so etwas unterschlagen. Nee. Hallöchen, Pico, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Komm beim Chaos voran. Ich wollte gerade sagen, du hast den Spaß gerade verpasst. Also für mich war's lustig. Die anderen noch nicht so. Du findest auch eine Weisheits-OP lustig. Es? Du findest auch eine Weisheits-OP lustig. Okay. Ja. Lass mal dazu stehen, Tobi. Ja. Marek, wir gehen in das Haus ohne Dach auf der anderen Seite des Flusses. Ich könnte mit 54 Stahl schon einiges machen. Ja, guck mal. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, bei YouTube, keine Ahnung, ob ich es veröffentliche oder nicht, muss ich mir nochmal überlegen. Wenn ihr es gesehen habt, habe ich es veröffentlicht, ansonsten nicht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Bis zum nächsten Mal, ciao. Be real. Tschüss. Ciao.